dann, ja, und der Nachbar war Zimmermann, Zimmermeister. Mój sąsiad był stolarzem. Und ich habe ja nichts zu tun, dann bin ich erst einmal, bei dem habe ich gearbeitet. Beim Zimmermann gearbeitet. Und da bin ich einmal mit der Wind und der Kette über den Schiffsbalken gelaufen, nur Balken, rechts und links nichts. I raz szedłem po pniu, ale na dachu. Und als ich drüben war, jak przeszedłem, hat der Meister geschrien, wenn du das noch einmal machst. Jak mistrz, co na sobie, gdy jeszcze raz robisz. Aber hat ja gar nichts ausgemacht. Und dann kam ich nach Würzburg und habe mein Abitur nachgemacht. Wróciłem do Würzburga, skończyłem maturę. A ja Philosophie studiert. Rok filozofii. Da bin ich ins Kloster eingetreten. Wstąpiłem do klasztoru. Zwei Jahre Philosophie studiert wieder. Jeszcze dwa lata filozofii. Vier Jahre Theologie studiert. Und dann, ja, Priester war ich dann, ja. Święcenia kapłańskie. Czy doświadczenia wojenne pogłębiły twoją wiarę, czy też zacząłeś szukać, nie wiem, zacząłeś mieć wątpliwości? Hat der Krieg und das Ganze deinen Glauben irgendwie vertieft oder gar umgekehrt mit Zweifel versehen? Also, mein Glaube war vollkommen unberührt davon, ja. Die ganze Zeit. Ich war ein tiefgläubiger Mensch. Nie, moja wiara była jakoś niedotknięta przez to wszystko. Ja byłem nadal takim głęboko wierzącym człowiekiem. Jeżeli dobrze zrozumiałem, idąc tym dokładnie tym samym tropem, udało się przeżyć wojnę bez jednego wystrzału, tak? Also, du hast den Krieg letztendlich überlebt, ohne einmal geschossen zu haben. Ja. Tak? Jak przeżył tą wiedzę, która potem przyszła o okropieństwach wojny, o nazistach, tym, co się... Wie hast du dann die ganzen Nachrichten aufgenommen, als es klar wurde, was alles im Krieg passierte, was die Deutschen alles gemacht haben? Also in der Kriegszeit haben wir ja keine Nachrichten bekommen, immer nur Sensationsmeldungen. Ja. W czasie wojny nie mieliśmy żadnych wiadomości, tylko sensacyjne. Ich wusste nicht, was wirklich passiert ist im Osten und Westen. Ja nie wiedziałem, co się działo na codziennie za wojny. Immer nur Erfolgsmeldungen, obwohl es im Grunde genommen immer wieder nur Rückzug. Tylko jakieś wiadomości o sukcesach. A przyszła w końcu ta wiedza. Aber irgendwann im Laufe der Jahre kam ja das. Świadomość działań nazistów. Das ganze Bewusstsein. Dann erst nach dem Krieg habe ich wirklich mitbekommen, vor allem durch die Amerikaner, die dann das alles so aufgezeigt haben, was wirklich los war. Ich habe eigentlich nichts mitbekommen, was im Krieg wirklich passiert ist. Dopiero po wojnie. Und wie war das für dich? Und wie war das für dich, das zu erfahren dann? Das war für mich eine sehr erschütternde Nachricht, vor allem weil ich viele Dinge erfahren habe, was die Deutschen angestellt haben auch im Osten, in Polen, das kam alles erst nach dem Krieg. Ja. Und dann bin ich auf wszystkim się dowiedział po wojnie, Polska, Rosja i tak dalej, und będąc w Danii, w Austrii. Ich habe keine Ahnung, was in Polen passiert. Kończy się wojna, ma krótki epizod jako cieśla, wstępuje do zakonu. Czy przypomniał sobie, wchodząc do zakonu, fizycznie do budynku, pamiętał o tej swojej ukochanej, czy miał moment zawahania? Jetzt rein physisch gesprochen, also ins Kloster reingegangen bist, hättest du noch an das Mädchen gedacht, vielleicht doch noch? Ja, gedacht, ja, aber ich war fest entschlossen. Nicht den Tag, alle würden bardzo zdecydowanie. Wir haben auch noch kurz korrespondiert, aber auch nur ganz flüchtig, weil das ging einfach gar nicht mehr. Sie hat dann auch geheiratet. Nie była krótka jeszcze korespondencja, ale to już potem z klasztoru nie można dać. Można było wystąpić, tak? Znaczy nie można było pisać. Pisać, rozumiem. Jak wspominam ten pierwszy okres w klasztorze? On wie war für dich die erste Zeit im Kloster? Das war gar nicht einfach und gar nicht leicht. Ja. Es war sehr streng im Kloster, ja. Morgens um 3:45 aufstehen. Aber eigentlich war ich mehr
do Uniwersytetu w Würzburg, a tym kursem. Ale był najpierw w Uniwersytecie w Würzburgu, jak w Kastorze. Und habe da eben auch dann mein Philosophiestudium gemacht, mein Theologiestudium gemacht. Właśnie to było te 6 lat teologii i filozofii. Und dann kam die Priesterweihe. Święcenia. Und dann wollte ich in die Mission und dann musste ich ins Internat. I chciałem na misję, ale mnie wsadzono do internatu znowu. Aber ich habe dann auch im Internat sofort was ganz anderes gemacht als meine Vorgänger. Ale w internacie też robiłem coś innego niż moi poprzednicy. Meine Vorgänger hatten noch den Rohrstock am zugeschlagen. Moi poprzednicy jeszcze mieli kij do bicia. Und ich bin mit den Jugendlichen Fußball spielen gegangen, schwimmen gegangen und Schlittschuhlaufen gegangen. Zaraz grałem z chłopcami w piłkę. Poszedłem. Und einmal am 15. Januar. Am Markustag haben sie alle gesagt, wir wollen aufs Eis, wir wollen Schlittschuhlaufen. Das Eis hält nicht, habe ich gesagt. 15. stycznia nas wszyscy chcieli iść na łyżwy. Du hast eine Leiter und du hast ein Seil und jetzt gehen wir runter zum Schlittschuh. Jeszcze jezioro nie jest mocne, ale chcieli to, czyli powiedziałem, weźcie drabinę i sznur. Standen wir unten am Eis, dann sage ich, keiner geht aufs Wasser, ich gehe als Erster rein. I ja mówię, jeszcze nikt nie idzie próbować, ja muszę to spróbować sam. Und ich war auch meine Schlittschuhen rein und stehe bis daher im Wasser. Czyli, znaczy rozpędziłem się i zaraz wpadłem pod szyję. Und dann standen sie draußen. Was habt ihr eure Leiter mitgebracht? Wszyscy stali patrzyli się i zaczęli się drzeć na nim. Ale wy macie tą drabinę. Czy w trakcie tych doświadczeń od czasu tego internatu, od wieku 12 lat, byli jacyś ludzie, którzy cię wspierali, na których kogoś polegać, czy którzy jakoś stanowili jakieś oparcie, bo tak naprawdę twoja historia wygląda bardzo samotnie. Hattest du auch dank deiner Erfahrungen, auch im spirituellen Bereich, auch Menschen, die dich unterstützt haben, oder musstest du alles alleine irgendwo durchführen? Eigentlich bin ich meinen spirituellen Weg ganz allein gegangen. Właściwie w moją drogę duchową szedłem całkowicie sam. Czy mogę jeszcze wrócić do czasów wojny? Na wojnie musiałeś widzieć wiele okrucieństw. Czy nie zrodziły się wątpliwości, jak dobry Bóg może dopuszczać do takiego cierpienia? Jetzt nochmal zurück zum Krieg. Du hast über oder wahrscheinlich auch einiges gesehen im Krieg. Hast du dich nicht gefragt, diese klassische Frage, wie denn ein guter Gott so viel Leiden zulassen kann? Ich habe im Krieg nichts gesehen. Ich habe vom Krieg nichts mitbekommen. Ja, właściwie prawie że nic nie widziałem z tego, co nazywamy wojną. Prawie że nic. Aber natürlich habe ich im Hinterkopf immer einen religiösen, spirituellen Gedanken gehabt. Ja, warum muss das alles so passieren? Warum muss der Hitler das machen? Ale miałem cały czas tą myśl, dlaczego to tak musi być, dlaczego Hitler to tak robi. Und einige haben gesagt, wir machen einfach nicht mehr mit, wir haben ihre Gewehre in den Schrank gestellt, wir machen nicht mehr mit und ich sind dann erschossen worden. Ja. Było kupę w jego otoczeniu osób, które nie chciało brać udział i zostali ostrzelani. Jak to przeżywałeś? Widząc, jak ginęli też twoi koledzy, czy w tym Nie, to on to tylko wie. Bo, a to w Okopie, gdzie zostało? Tak, a to w Okopie. No. Wie hast du denn das, oder wie hast du denn das erlebt, als deine Kameraden damals in dem Schützengraben gestorben sind? Es war ganz schlimm. Es war also eine ganz tiefe Erschütterung, Verzweiflung. Jetzt waren die alle tot, ich lebe noch. Und Pienie, wszyscy są martwi, ja nie? Wie geht das denn jetzt weiter? Ja? Co będzie dalej? Aber es war wirklich wieder mein Glück, dass ich verwundet worden bin. Ale ja zaraz następny dzień sam byłem ranny, także to wszystko tak takie były. Czy to jest tak, że miałeś poczucie winy z powodu przeżycia? Hast du auch in dein Schuldgefühl gehabt, dass die tot sind und du nicht? Bitte da. Schuldgefühle, dass die tot sind und du nicht. Das alles Schuldgefühle kann ich nicht sagen, war ja nicht meine Schuld. Ja. Nie, poczucie winy nie. Czy to przeżycia wojenne
wpływały na taką drogę duchową, na pogłębianie, na motywację do tego, żeby wchodzić. Gibt es aufgrund des Krieges und Erlebnisse des Krieges, Erik, hat das einen Einfluss auf den deinen spirituellen Weg, ja? Czy to się działo niezależnie? Oder war das völlig unabhängig, weißt du, das eine und das andere? Also, es war auch eine gewisse Verzweiflung da. Der Krieg geht zu Ende, die Amerikaner kommen, die Russen kommen, ja. Was passiert dann mit mir? Ne? Und da war schon auch eine gewisse Angst da, wie geht das denn weiter, das Leben? Ja? Aber ich habe eigentlich immer sehr positiv gedacht auch. Und jetzt gehe ich ins Kloster. Die Abteilung zur Schwarzach, wo ich hin wollte, war, wurde ja auch aufgehoben von den... Zawsze, wprawdzie były pewnego rodzaju wątpliwości, ale, ale ja zawsze byłem optymistą. Zawsze myślałem, że jakoś to idzie dalej i zawsze poszło dalej. I też opactwo Münsterschwarzach zostało zamknięte przez, przez faszystów. Und dann bin ich ins, ins Kloster gegangen und dann habe ich wirklich kaum auch etwas erfahren, was da passiert ist. Erst drei Jahre später, als die, die ganzen Berichte der Amerikaner so publiziert worden sind, auch im Fernsehen und im, im Radio, habe ich begriffen und erfahren, was überhaupt der ganze Krieg bedeutet hat. Dopiero lata później zacząłem się dowiadywać i mieć świadomość, na czym ta cała wojna polegała. Dass die Deutschen in Polen, in Russland, i co Niemcy w Polsce, bis in Tschechei hinein alles angestellt haben. Czechosłowacji tak dalej zrobili. Erst alles hinter, erst nach dem Krieg. Ale dopiero lata po wojnie. Użyłeś kilka razy odnośnie doświadczeń wojennych stwierdzenia, że miałeś szczęście, nie doszło do strzelania przy odwrocie, miałeś szczęście, kiedy byłeś ranny przy karetce, jako głęboko wierzący młody człowiek, czy miałeś poczucie protekcji, czy doświadczenie... Deswegen gesagt hast du immer so eine Art von Glück gehabt hast im Krieg. Hast du so ein, so ein Gefühl von, von Beschützsein oder so, da, als gäbe es irgend, irgendjemand oder irgendeine höhere Kraft, Macht, die dich beschützt. A daran habe ich nicht geglaubt. Nie, o tym nie wierzyłem, ani nie myślałem. Miałeś jakby jasną, jasną, przynajmniej jak na młodego człowieka, wizję tego, że wstąpisz do klasztoru. Po roku, dwóch, trzech, w jaki sposób ta wizja została zweryfikowana przez rzeczywistość? Czyli kiedy już doświadczyłeś tej surowej klauzuli, klauzuli klasztoru, czy to było to, o czym marzyłeś, to czego cały czas chciałeś wstąpić? Das, was du im, im Kloster erwartet hast, letztendlich deckungsgleich mit dem, was du erlebt hast? Nein, im Kloster, das war ein ganz anderes Leben, ja, im Kloster. So ein ganz friedliches Leben, ein sehr spirituelles, religiöses Leben. Aber hat das deinen Vorstellungen entsprochen? Im Kloster, ja, ja. Ja? W gruncie rzeczy spełniły się jego oczekiwania. Mimo tej ostrej dyscypliny. Co było trudne w tym czasie? Was war schwierig im Kloster? Was war schwierig im Kloster? Ich habe ein ganz anderes religiöses Selbstverständnis gehabt als meine Umgebung. Ja miałem inne podejście do religii jak moje otoczenie. Nach drei Jahren Klosterleben wäre ich fast entlassen worden. Po trzech lat bycia w klasztorze prawie by mnie wyrzucili. Als ich gefragt habe, warum? Jak się pytałem dlaczego? Wurde mir gesagt, du hast so viel Mystiker gelesen. Powiedziano mi, że za dużo mistyków czytasz. No, woher ist denn das? Ich habe das doch niemand, wirklich niemand gesagt. I skąd to wiecie, się zapytałem, bo nie mówiłem o tym nikomu? Ja, so, wir haben doch die, die Bücher in der Bibliothek gesehen, die da ausgeliehen sind. Bo widzieliśmy kartkę wypożyczania w bibliotek. Nie można było czytać. Jacy to byli mistycy? Was haben das für Mystiker? Ich habe Teresa von Avila, Johannes von Kreuz, Nikolaus von Kurs, Nikolaus von Kurs und Eckhard vor allem. Czy to było dozwolone, ale źle widziane, czy w ogóle nie dozwolone? War das unerlaubt oder nur schlecht? Eigentlich war das nicht verboten, aber man hat das nicht erwartet, ja. To nie było zabronione, ale to też nie było mile widziane. Mile widziane, tak.
Czy na tym etapie miałeś swojego przewodnika, kogoś, kto służył ci wzorem, nie wiem, hattest du in dieser Zeit irgendeinen spirituellen Leiter, irgendeine Person, die für dich so Bezugsperson war? Eine geistigen Führer? Es gab einen sogenannten Parastobius, der auch so ein bisschen eine eigene Spiritualität vertreten hat, ja. Und dem habe ich mich angeschlossen, sehr stark. Był mnich ojciec Sturmius się nazywał. Ja, co to ojciec? Sturmius. Sturmius. Und der war dann mein Klerikerpräfekt, wie das hieß, ja. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber der ist dann in ein, als Spirit geworden, ein Frauenkloster gegangen. Er wollte eigentlich von der Abtei nicht mehr viel wissen. Ale ojciec ten w długim czasie się troszkę wycofał w ogóle z swojej działalności. W ogóle z działalności mistycznej, czy ze sposobu myślenia, czy w ogóle z klasztorem? Ale Ewa noch Mönch, nie? Prawda? Ja, Wonder Mönch, ja. On potem został ojcem duchownym jakiegoś rzymskiego klasztoru. Mhm. Czyli rozumiem, że kolejny raz zostałeś sam, tak? Czyli dann warst du wieder allein auf deinem Weg. Da ich allein, ich bin praktisch immer allein gegangen. Weil ich die Zeit hast, schon im Sampan. Und die in der Nachtzeit, ja, das war ganz interessant. Ich musste dann Latein dozieren. Ich musste. Da war im Lektion Internationale Latine. Ich musste Kurzschrift schreiben und. Maschinenschreiben, Kurzschrift, Maschinenschreiben. Na Maschynie, Geografie musste ich lernen. Geografie. Und Sport. Und Sport. Und Sport. Ich Sport. Ja, ich habe immer leidenschaftlich Fußball gespielt. Ja, das schon am Ende. Ta praktyka duchowa, którą wtedy miałeś, ona była, skąd się brała, to znaczy gdzie jej się uczyłeś, czy... Hattest du irgend so eine Art von spirituelle Übung in dieser Zeit? Und wenn ja, wie sah sie aus? Chyba kontemplacja, ja. Czy z jakich źródeł? Ich habe mich immer zurückgezogen zur Meditation, aber nicht meditieren über etwas, sondern einfach immer wieder versucht, aus dem intellektuellen Bereich herauszugehen, eine Ebene, Erfahrungsebene, die das Intellektuelle hinter sich lässt. Zawsze się wycofywałem z taką samotność i zawsze starałem się ćwiczyć, nie będąc w myślach. Czyli to taka z ciebie to wynikało? Spontanicznie, to nie była metoda. Keine Methode, die du irgendwo gelesen hast, oder hast du das gelernt, gelesen, oder war das spontan, intuitiv von dir? Das war eine Erfahrung, intuitive Erfahrung. Das war einfach wie der Erfahrung ist. Gibt es irgendwelche Brüder, gab es Brüder im Kloster, die ähnlich den Weg gegangen sind wie du? Also ich bin den Weg ganz allein gegangen. Andere vielleicht auch, aber da habe ich keinen Kontakt. Nie, ja sam poszedłem. Być może inni to też praktykowali, ale nie wiem o tym. Aber eigentlich ist diesen Weg keiner gegangen, glaube ich nicht. Ale nie wierzę, żeby ktoś konsekwentnie szedł tą drogą. Man blieb als Benediktiner sehr stark im Personal. Die ganzen Psalmengebete, die man gesprochen hat, war ja ein sehr personales Gottes. Jako Benedyktyn człowiek zostawał bardziej, jako czy mi zostawał bardziej w takim osobowym pojęciu Boga, jako... Tutaj jakby osobno, tak? Do takiej praktyki nie się. Tak, to jest eine extra praxis, die du gemacht hast. Also die jetzt mit dem Mönchsein nicht viel zu tun hatte. Było odrębne. Powiedziałeś, że w wieku 20 paru lat miałeś powtórnie doświadczenie mistyczne. Co to było? W jakich momentach? Sagt es, dass du auch 20 herum nochmal so eine tiefe Erfahrung gemacht hast. Ja, im Kloster selber. Im Kloster selber habe ich immer wieder Erfahrungen gemacht. W klasztorze, w samym klasztorze miałem różnego typu doświadczenia. Z kimś o tym rozmawiałeś? Hast du da dich darüber ausgetauscht? Nein, niemand was gesagt. Niemand. Czy może przybliżyć? Jak sobie radziłeś z tym?
Wie waren denn diese Erfahrungen? Kannst du darüber was sagen? Da lässt sich schwer daraus sagen, ist, man steigt aus der personalen Eingrenzung heraus. Es ist jak wysiadasz po prostu z ograniczenia osobowego. Und das Personale ist eigentlich eine Eingrenzung für den Menschen. Das ist osobiste, to jest pewnego rodzaju ograniczenie. Die Theologie und die Philosophie, die Theodizee, sind Aussagen, die von unserem Verstand her gemacht werden. Teologia, filozofia, potem teodicea, to są wszystko wypowiedzi tworzone przez nasz umysł. Und die Mystik übersteigt den Verstand und das Personale in eine Ebene, die sich aber auch nicht beschreiben lässt. Ja. I właśnie mistyka i duchowość przekraczają tego rodzaju pojęcia i niwele. Johannes und Reus sagte zum Beispiel, ich trat ein und wusste nicht wo, alles Wissen überschreitend. Johannes od Krzyża pisze, ja wszedłem i przekroczyłem w całą wiedzę, cały intelekt. Und diese Ebene, ja, Teresa hat sie beschrieben in ganz am Ende ihres Buches. Das ist, wie wenn das Wasser ins Meer fließt, da ist nur noch ein Wasser. Teresa z Avili to opisała tak pod koniec jednego z swoich dzieł. To jest tak jak rzeka wpływająca w morze. Das ist, wenn der Bach sagt, ins Meer fließt, ist nur noch ein Wasser. To wtedy jest tylko jedna jedyna woda. Das wurde ja angekreidet. To krytykowano u niej. Man hat ihr dann gesagt, oder die Kritik ist dann, hier hat sie den christlichen Glauben verlassen. I krytyka właśnie też opisuje, że tutaj ona już wykroczyła poza wiarę katolicką. Weil die offizielle Kirche wollte von einer transpersonalen mystischen Erfahrung nichts wissen. Ponieważ Kościół oficjalny nie chciał nic o tego typu rzeczach. Aber es entsteht dann eine innere Gewissheit. Ale da, człowiek dochodzi do takiej wewnętrznej pewności. Da ist eine Ebene, eine Seinsebene. O płaszczyźnie bytu. Die mein wahres Wesen ist. Którą ja jestem. Die auch bleibt, zwar nicht personal bleibt, aber irgendwo gehört sie zu dem Seinsgrund, która jest po prostu fundamentem bytu. W jakich okolicznościach to się zadziało? Podczas modlitwy, pracy? Sind besondere Bedingungen oder besondere Umstände an diese Erfahrung geknüpft? Während der Arbeit? Das kommt einfach. Ohne dass man das erwartet, das kommt immer zu einem Zeitpunkt, wo man das gar nicht erwartet. To pojawia się często w momentach, w których człowiek tego by nie oczekiwał, albo nie relacjonował tych momentów. Ich habe jetzt unten in dem Kurs, den ich habe, kamen drei Frauen mit einer dieser Erfahrung zu mir. W tym kursie dzisiaj na dole są trzy osoby, które miały podobne przeżycie. Die sie während dem Sitzen unten gemacht haben. Do którego doszły w trakcie siedzenia. Ty byłeś w tym sam, bo czytałeś mistyków, współbracia cię nie rozumieli. Co przeżywałeś po tym przeżyciu? Jak się wraca potem do takiego zwykłego ludzkiego kontaktu, do rzeczywistości? Wie ist denn der Weg nach so einer Erfahrung in den Alltag? Der Alltag ist das Allergewöhnlichste, was es gibt. Gar nichts Besonderes. Das Allergewöhnlichste, der Alltag dann, ja. Denn ich arbeite und... Jest, ta codzienność jest czymś jak najbardziej normalnym, też po tym. Also die Erfahrung ist nicht irgendein besonderes Erlebnis da oben, sondern es geht zurück in den Alltag, ins ganz konkrete Leben. To przeżycie nie jest przeżycie czegoś specjalnego poza rzeczywistością, tylko jest przeżycie codziennej rzeczywistości. Auch das ganz konkrete Leben bekommt dann eben auch eine andere Bedeutung. Ja. Ale zarazem to, ta normalna konkrecja codzienności wzbogaca się w innym przeżycie. Aber es bleibt das ganz konkrete Dasein, das ich lebe. Ale to normalne ja jestem, czy normalny byt, pozostaje. Ciekawi mnie, jak to jest potem na przykład w kontakcie z braćmi w klasztorze.
Wie war denn dein Kontakt im Nachhinein dann und dein Zusammensein mit den Brüdern im Kloster? Auch vor allem in den normalen Gebeten, in den normalen Klosterritualen. Die Rituale habe ich mitgemacht, aber ich kam ja dann sofort ins Internat. Und im Internat war das wohl kein Klosterleben mehr. Ja, das muss einfach für die. Ja, zostałem przeniesiony dosyć szybko do internatu i to nie było już normalne życie klasztorne. Und was war die Frage? Wie die, das Zusammenleben, auch die Teilnahme an den Kloster Gebetszeiten. Also meine Distanz zum Kloster ist dann noch einmal sehr stark geworden. Dann wurde ich nach Düsseldorf geholt, in das Zentrum der deutschen katholischen Jugend und kam vom Kloster raus. Potem mój, ja byłem przeniesiony do Düsseldorfu, do Centrum Organizacji Młodzieżowej, czyli znowu nie żyłem w klasztorze. Habe da sehr viel Jugendarbeit gemacht. Robiłem dużo projektów dla młodzieży w całych Niemczech. Und nach 4 Jahren habe ich eine eigene Gründung gemacht. Ich habe 25 Schwestern, Patres, Brüder zusammengeholt. Po kilku latach znowu założyłem własny ośrodek. Und dann sind wir von Dekanat und Pfarrei zu Pfarrei gezogen, haben gepredigt. I potem przyszliśmy z parafii do parafii i mieliśmy wykłady i kazania. Und das habe ich 5 Jahre lang gemacht. I to robiłem 5 lat. Dann kam ich zu Mission München in ein, wie sagt man, ein... Dzieliłeś się swoim doświadczeniem mistycznym w czasie tych kazań? Hast du in deinen Predigten oder in deinen ganzen Vorträgen auch über die Mystik gesprochen und über deine Erfahrung? Also im Allgemeinen nicht. Ich musste etwa eine ganz konkrete Predigt halten immer, ja. Und von Mystik konnte ich da nicht reden. Normalnie nie. Das habe ich nur privatistisch gemacht bei manchen, ja. Z niektórymi osobami bardziej w prywatnym stosunku mówiłem na ten temat. Czegoś się obawiałeś? Hattest du deine Angst mit der Mystik gehabt? Hattest du Angst gehabt? Ich habe nie Angst gehabt. Nie, właściwie nigdy się nie bałem. Od czego zależało, że się z kimś dzieliłeś? Was musst oder wovon hing es ab, dass du davon erzählt hast? Von deiner von meiner Mystik habe ich nie erzählt. Sondern immer nur ganz konkret einfach eine Predigt gehalten, eine ganz konkrete Predigt. Mystyce nigdy nie mówiłem. Und auch viele Pfarrerkonferenzen gehalten, ja. Und da bin ich allerdings manchmal angeeckt, weil ich etwas anders gesprochen habe, als der Pfarrer gepredigt hat am Sonntag. Ja mówiłem troszeczkę inaczej jak księża w nakazaniu w niedzielę, ale mimo to nigdy tematycznie nie. Właśnie o to chodzi. Na czym polegała ta różnica? Bo chyba trudno jest po doświadczeniach mistycznych i tej przeżywaniu innej religijności namówić tak jak pozostali księża, jednak pozostało w ramach struktury całkowicie. Na czym polegała różnica? W jaki sposób można było pogodzić klasyczny katolicyzm, tak? Czyli kazania katolickiego księdza i te doświadczenia i inne spojrzenie na Boga, czy na mistykę. Kann man das überhaupt zusammenbringen, die Mystik und das christliche Verständnis des Glaubens? Tak, żeby czuł się uczciwie ze sobą, tak? Konntest du das mit dir irgendwie so ausmachen, dass du selber dich bequem fühlen konntest in der Kirche? Konntest du das zusammenbringen, dein Erlebnis und den Glauben? Ich habe in mein eigenes spirituelles Leben gelebt, ja. Neben dem, was die Kirche gesagt hat, ja. Die Frage ist, ob du beide zusammenbringen konntest. Also ich habe keine Schwierigkeiten gehabt. Ja nie miałem problemów dla mnie czuć się gdzieś chrześcijaninem i połączenie tych ludzi. Die Probleme kamen erst, als ich dann, ja, anders gepredigt habe, anders gesprochen habe als der Pfarrer und dann kam der Kardinal Ratzinger. Problemy powstały dopiero wtedy, jak zacząłem coraz bardziej inaczej mówić, jak to normalnie doktryna chce. Mm-hmm. Wtedy mieliśmy właśnie Ratzingera i innych. Mm-hmm. Dann war, kam immer bestimmte Leute in meine Gottesdienste, die genau aufgepasst haben, was sagt der da vorne. I wtedy coraz częściej przychodziły osoby do moich nabożeństw,
które to bardziej brały pod lupę, co ja mówię. Das hat dann dem Ratzinger in Rom berichtet. I wtedy była krytyka moich. Czyli siadali krytycy i słuchali, na ile to jest zgodne z doktryną, tak? A co spowodowało, że zacząłeś mówić o tych innych doświadczeniach, bo przez jakiś czas... Was war denn der Grund, dass du dann später anfingest darüber zu sprechen, weil am Anfang hast du gar nicht darüber gesprochen. Ja, aber ich, es kamen mir dann Leute zu mir, die einen spirituellen Weg gegangen sind. Ich habe in Würzburg dann angefangen und es kamen praktisch nur Leute, die einen spirituellen Weg gesucht haben, ja? Die einen mystischen Weg gesucht haben, die ihren Glauben interpretiert haben wollten, und zwar nicht so wie der Pfarrer in der Kirche interpretiert, sondern wie ich es gesagt habe. Ja? Przychodziło coraz więcej osób, które stawiało inne pytania i chcieli po prostu mieć inną interpretację wiary, rzeczywistości, a nie tą klasyczną. Das ist auch so 80% der Leute, die zu uns kommen jetzt, sind aus der Kirche ausgetreten. Sie wollen eine Deutung ihres Glaubens oder eine Deutung ihres Lebens haben, die in die Kirche nicht gibt. Nigdy nie miałeś zwątpienia, lęku, że może błądzisz? Hast du niemals Angst davon gehabt, dass du dich irrst? Bitte das? Dass du im Irrtum liegst? Habe ich nie Angst gehabt. Nie, nigdy się nie bałem. Ciemna noc duszy, o której pisze, mówi Jan od Krzyża, czy też ją doświadczałeś? Hast du ein Erlebnis gehabt mit dem, was Jan vom Kreuz unter der dunklen Nacht der Seele spricht? Das habe ich auch erlebt. Da es kommt eine Zeit, wo das ganze Glaubensgebäude zusammenbricht. Das ist czas, w którym ci się wszystko zawala, wali ci się cały system wiary na przykład. Wo plötzlich der Jesus nicht mehr der Sohn Gottes ist, der da oben im Himmel sitzt. Gdzie nagle Jezus nie jest już synem Boga, który tam gdzieś u góry siedzi. Sondern ganz gewöhnlicher Mensch. Tylko całkiem normalnym człowiekiem. Der in Palästina sein Mitmenschen versucht hat, das Leben zu erleichtern gegen die Römer, die das Land besetzt hatten. Który w Palestynie chce inne osoby uchronić trochę. Der sich auch gegen die Pharisäer und Sadduzäer gewendet hat. Który też był przeciwko Faryzeuszom i Sadduzeuszom. Und eines Tages hat die Händler aus dem Tempelgelände rausgetrieben, wo sie nicht hingehörten. Który pewnego dnia wyrzucił handlarzy z świątyni. Das hat die Pharisäer, die da Geld verdienten, sehr geärgert. Die Pharisäusze, którzy zarabiali tym swoje pieniądze, bardzo obrażono. Dann haben sie ihn vor Pilatus geschleppt und haben gesagt, ans Kreuz mit ihm. Dlatego oni, Pharisäusze, i byli tą grupą, która go politycznie podprowadziła do Piłata, aby go zabił. Jezus hat sich also weniger gegen die Römer gewendet, als mehr gegen die Pharisäer, die Sadduzäer. Jezus był mniej przeciwko Rzymianom, a o wiele bardziej przeciwko Sadduceuszom i Faryzeuszom swojej własnej religii. Und nach seinem Tod ist nach der Kreuzigung, ist nicht von den Toten auferstanden. I po swoim ukrzyżowaniu nie zmartwychwstał. Tak jak myślimy. Dann ist beerdigt worden. Tylko został znowu. Und das 400 Jahre später hat man dann versucht, in den Himmel zu heben, zum Sohn Gottes zu machen. Potem parę dziesiąt i parę set lat później starano się znowu z niego zrobić syna Bożego. Aber das stimmt heute alles nicht mehr im 20. Jahrhundert. Ja? Ale dzisiaj to już nie jest możliwe do utrzymania w 21. wieku. Wilgis, a jak przeżywałeś swoją ciemną noc duszy? Jakie miałeś emocje? To jest ostry kryzys, jak wszystko się wali. Co było pewne wcześniej? Może jak, also wie ich versuche, myślę właśnie, wie hast du das erlebt, diese ganzen kritischen Zeiten mit der Nicht-Konformität, mit weißt du, zwischen dem Geglaubten und den Erfahrenen? Also ich wurde ja dann suspendiert, durfte keine Sakramente mehr spenden, wurde exklaustriert, musste aus dem Kloster raus. Zostałem suspendowany i exklaustro... Exkomunikowany. Nie, exkomunikowany z całego kościoła, exklaustrowany z zakonu. Zakonu, wydalony? Tak.
Und dann habe ich ganz frei gesprochen. I potem mówiłem całkiem wolno. Ein Christentum verkündet, das ins 21. Jahrhundert passt. I zacząłem mówić o chrześcijaństwie, które bardziej pasuje do interpretacji XXI wieku. Und dann auch natürlich nicht geglaubt, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist. I naturalnie nie wierząc w niebowstąpienie Maryi. Und jetzt oben in der Quaternität sitzt. Która teraz gdzieś tam Heilige Geist, Gott Vater, Jesus und Maria. Że ta czwórka gdzieś tam siedzi. Tak, gdzieś siedzi. Ja, bitte. Czy to było bolesne? War das schmerzhaft für dich, so aus der Kirche rausgehen zu müssen? 14 Tage lang war das schmerzhaft für mich und dann war ich draußen. Dwa tygodnie tak, a potem się skończyło. To jest związane z kimś, jakoś personalnie, z jakimiś braćmi, czy to rzeczywiście to doświadczenie duchowe jest tak silne? Hast du auch starke Verbindungen oder Freundschaften zu irgendwelchen Mitbrüdern? Zu den Mitbrüdern kaum, aber zu manchen, Menschen, die auch einen spirituellen Weg gelehrt haben, schon. Ja. Do współbraci mniej, ale do niektórych osób na drodze tak. Jakieś ważne osoby? Jakieś ważne osoby, które. Ważne w sensie. Osoby, z którymi związane. A dla mnie war ganz entscheidend dann die Erfahrungsebene. In diesem Universum gibt es 52 Milliarden Planeten. Ja nie zawsze jest ważne, że w naszej kosmosie jest, tylko w naszym kosmosie jest 52 miliardy planet. Auf vielen Planeten gibt es das gleiche Leben, ähnliches Leben, ganz anderes Leben als bei uns hier auf der Erde. Na wielu planetach jest podobne, być może takie same życie jak na naszej. Gehen die alle in den Himmel, wenn sie sterben, diese Wesen? Wszystkie te istoty pójdą do nieba, jak umrą? Ab wann gehen wir in den Himmel? Od czego zależy, czy idziemy do nieba? Seit 120.000 Jahren erst sind wir die Menschen, die wir heute sind. Dopiero od paru tysięcy lat jesteśmy ludźmi takimi, jakimi jesteśmy. Der Homo habilis, der Homo pekinensis waren noch keine Menschen, ja. Wszystkie inne gatunki nie były jeszcze człowiekiem. Vor 7 Millionen Jahren braucht der ostafrikanische Graben ein. Nil, Tanasee, Victoriasee, Nyassasee, Ostafrika versteppte. Unsere Vorfahren waren auf den Bäumen, die Affen. Gab keine Bäume mehr in Ostafrika, sie mussten da runter. Der całe zejście małp, czyli naszych przodków, z drzew po zawaleniu się rowu wschodnioafrykańskiego było być może przyczyną powstania gatunku ludzkiego. Und es ist eindeutig, dass in Ostafrika sich langsam diese menschliche Spezies entwickelt hat. Ja. Jest dosyć wiarygodne, że w wschodniej Afryce się rozwinął człowiek. Und man sagt, dass erst seit 120.000 Jahren sind wir die Menschen, die wir heute sind. I dlatego dopiero mówi się, że od około 120 tysięcy lat zaczynamy być ludźmi. Da kommt natürlich sofort die Frage, und seit 120.000 Jahren, 1. Januar 2000 so und so, sind wir plötzlich nicht mehr die Menschen, die wir vorher waren, oder die Wesen, die wir vorher waren, sind jetzt Menschen geworden. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Ja. Czyli wszystkie mity, które starają się coś datować, nie mogą być interpretowane w ten sposób. Wir wissen, dass es heute nicht nur unser Universum gibt, sondern viele Universen. Wiemy, że nie tylko jest nasze Universum, tylko jest kilka innych. Auf diesem Universum ist Leben, wie wissen wir nicht. Z pewnością tam jest życie, jak nie wiemy. Wir sind nur ein Wellenschlag in diesem zeitlosen Ozean, der Milliarden von Wellen wird. Jesteśmy tylko jedną falą w tym oceanie, który stwarza miliardy fal. Und die Welle geht zurück in den Ozean. Und so gehe ich zurück. Mein personales Wesen wird gehen. Aber was ich zutiefst bin, kann ich sagen, geht zurück in den Ozean. Aber nicht das Personale, sondern es bleibt dann dieser Seinsgrund, dem alles entspricht. Ta fala powraca do oceanu, ale ocean jest zawsze
tym bytem, który po prostu jest.